Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, letztes Mal sind wir ja wieder daran gehindert worden, oder zum wiederholten Male gehindert worden, unseren unser Gewächshaus fertigzustellen. Deutsch ist hier wieder sehr gut am Start, wie ich merke. Apropos am Start, ihr könntet sich ja euch denken, mein lieber Partner Basti ist auch wieder am Start. Hallöchen, mein Lieber. Hallo. Er lacht sich schon halb kaputt wegen dem Thema. Er weiß, was kommt. Nein. Es war halt gerade eben am Ende der zweiten Folge war. Das musste sein. Ich konnte nicht nochmal einen Tschüss sagen. Er konnte sich nicht zurückhalten, ja. Es ging nicht. Eieiei. Nee. Ich hatte eine Differentialsperre. Du musstest was dringend loswerden. Ja. Ich musste, was war das? Tomaten irgendwie in die Hupe oder irgendwie? Waren Tomaten das in die Tomaten? Ich Hupe. Tomaten in die Hupe. Wie Nein, kommst du jetzt zum... das war noch, was war denn das, Alter? Tomaten als Blinker oder so? Wurstblinker, Mann. Achso. Wurstblinker, Mensch. Tomaten in der Hupe. Kurzer Wechsel. Aber wir haben das Thema noch gar nicht gesagt. Auch gerade so geile Situation. Die Leute denken mir, warum lacht ich diesen Typen für so einen Scheiß kaputt? Es tut mir auch leid. Ich habe den Film zum letzten Mal vor 5 Jahren oder so gesehen. Ich kenn's doch nicht mehr. Was? Alles klar. Ist gut jetzt, oder? Jetzt ist gut, ja. Okay, so, Also, das erzähl Thema mal heute. ist übrigens Werner. Ja, genau. Hättet ihr euch bestimmt auch so ein bisschen denken können, nach dem, was hier gerade eben los war. Ja. So, Mann. Oh nein, jetzt schon wieder. Oh nein. Oh, mein Handy geht klar. Moment, kurzer Cut, Freunde. So. Kurzes, knackiges Thema. Wieso kann ich hier nichts mehr machen? Auch geil. Ah, jetzt kann ich wieder was machen. Geil. So. Sehr schöner Handy-Klingelton übrigens. Extrem laut gestellt, damit ich das in der Bereitschaft immer höre. Wenn ich halb aus dem Bett falle. Nimmst du eigentlich gerade weiter auf? Ich nehm gerade weiter auf, ja. Ach so, sag das doch. Ich war die Nee, ganze Zeit ruhig, weil du sagst, so, ja, wir sind wieder zurück und du nimmst aber die ganze Zeit auf. nee. Mann. Oh, ich Okay, komme immer noch nicht ja, drauf dann. klar, ey. Tomate. Oh Mann, ey, ich komme nicht drauf klar, ey. Okay. Oh nein, das schmeiße ich auch noch die Da, Treppstufen weg, ey. das Thema sind Werner-Filme. Oh ja. Meine Freundin mag Dann, es ja persönlich nicht so, aber okay, gut, wir beide. Ist halt einfach, ist einfach ein Kultklassiker. ja. Der Wurstblinker ist schon, ja. Ist schon Knüller. Genau, Wurstblinker. Aber Oh. war da nicht irgendwas mit Tomaten oder verwechsel ich das einfach? Was ist Du verwechselst das einfach nur, da war nichts mit das? Tomaten. So. Okay. Ja, dann fang mal an. Fang mal an über das Thema. Ja, wir sind schon mittendrin. Ich würde auch mal so sagen, mittendrin. Aber tatsächlich bin ich erst durch meinen Vater auf
Werner-Filme gekommen, ne? Weil der hat die als Kind früher geguckt. Oder als sie gerade neu Okay. draußen waren, hat sich die Comics geholt, ne? Und der hat halt immer diesen Klempner Röhrig gefeiert, ne? Weil passt ja zum Arbeitsthema bei ihm, ne? Ja. Als Klempner. Ich kenne die Filme. Die liefen ja auf. Ich weiß, wo liefen die denn? KB1? Kann es sein? Weiß ich nicht jetzt. Wir haben die auf Irgendwie DVD. sowas. So, ja, okay. Wir haben die nur im Fernsehen. Ich habe die dann im Fernsehen gesehen. Fand die ganz cool eigentlich. Ich fand die, ich finde sie immer noch witzig. Ist halt Auch wenn, unterhalten. ja, auch wenn man den Film so teilweise kennt, man dachte immer noch über die Sache von Röhrig oder so platte. Das ist unglaublich. Tu das Note. Ey Gott, die Ja, Russen sind aber da. da sind wir wieder bei Lieblingsfilmen, ne? Ja? Hatten wir von vorhin oder in warte mal. In Folge 2, Mister, in Folge 2. Ja, In diesem. Folge 2, Von der in der Woche jetzt. letzten Folge, sage ich Oder einfach mal, so. Ja, okay, hatten gut. wir ja das Thema auch schon. Ja. Ja, das ist komisch, weil wir nehmen ja jetzt alle Folgen hintereinander auf, an einem Tag. Ja, klar. Das heißt, für uns sind das, ich weiß gar nicht, wie lang das jetzt ist. Anderthalb Stunden sind Zwei das Stunden oder Aufnahmen. so? Na, anderthalb Stunden würde ich mal sagen. Das sind anderthalb Stunden ungefähr. Ja, will ich jetzt mal sagen. Und für die Zuschauer sind das halt 5 Tage, ne? Ja. Kannst du mir sehen, was Zeit für ein großer Faktor ist, ne? Ja. Aber wie du Gut. schon sagtest, ne, du bist ja durchs Fernsehen auf die Filme gekommen. Hast du denn dir so gedacht, hast du sie irgendwie schon mal gesehen oder davon gehört, irgendwie im Vorhinein? Oder bist du da komplett. Nee, die kam halt einfach. Achso, hast du einfach gedacht, okay, Also, guck, schau es dir mal an. ja, mein Vater hat die halt geguckt. Und dann liefen die halt einfach. Ah, okay. Und dann setzt du dich als Kind daneben und ja. Dann siehst du die Filme. Und irgendwann, das ist ja mehr so nicht unterbewusst. Das ist ja mehr so nebenbei. Na, als Kind ist ja dein Hauptmerk irgendwie spielen oder so. Und je älter du wirst, oder wenn du älter wirst, dann guckst du die Filme ja irgendwie bewusst. Ja. Und dann habe ich mich irgendwann mal, ich glaube, den gab es auch auf Netflix oder so. Und dann Kann habe ich sein. den halt bewusst geguckt. Ah, okay. Aber du kanntest Ja, sie auch aber durch deinen ich. Vater. Jein. Also ich glaube, selbst wenn mein Vater den nicht geguckt hätte, dann wahrscheinlich durch meinen Bruder oder so. Ach so. Also an sich ja. Aber das war jetzt nicht so der Grund. Aber nicht so der bewusste Grund. Ja. Weil meine Freundin zum Beispiel, die hat Werner, bevor wir zusammengekommen sind, noch nie geschaut. Die hat das noch, die hat da nie von gehört. Aber gut. Da auch schon relativ, also alt. Für uns sind die relativ alt, Ja. aber Ja, außer eiskalt, ne? Der kam ja 2015 oder so. so, weil den kenne ich noch nicht tatsächlich. Ne, das ist ja noch so neu. Das ist der neueste. Der neueste und letzte. Eiskalt. Ich glaube, das war. Ja, doch, das war das mit dem Motorrad, wo er dann. Mit seinem Motorrad, mit seinem selbstgebauten, gegen den Porsche seines besten Freundes antreten musste. Was auch in echt war, dieses Rennen. Das basierte ja auf einer wahren Stimmt, Story. ich habe das Motorrad auf YouTube gesehen, ne? Naja, das sieht richtig War geil das aus. nicht irgendwie so 16? Wie viel? War das nicht aus Motorsägen Nee, das waren so. Motoren? Nee, das waren auch so kleineren Motoren. Ach so, aber wie viel waren das? Das war übelst lang. Ich glaube, das waren 8 Stück oder so. Acht Lass mich Stück? gut. Ich meine 8 Stück so, ja. Auf jeden Fall war das riesiges Motorrad. Ja. Also ein langes zumindest. Und hatte auch ordentlich was unterm Kessel, auf gut Deutsch. Ja, das ist Ja, nicht gut. ohne. Du musst auch erstmal damit fahren können. Und du musst das auch erstmal ankriegen. Ja, klar. Deswegen hatten sie ja diese Starthilfe die ganze Zeit dabei, ne? Diese Rampe da irgendwie.
Das war schon ein riesen Klopper, das Teil. Stimme ich dir voll und ganz zu. Aber das ist ja allgemein so, dass die Filme auf zumindest teilweise wahren Begebenheiten Nee, das ist halt sich ja mit. begeben, oder? Das ist halt. Ja, das ist halt darauf Also es ist auf einem begründet. Comic aufgebaut, aber er hat ja nicht irgendwann mal gesagt, dass er so ein bisschen sein privates Leben da Genau, dass er das hat er ja das gesagt. Einfluss hat. Genau, das hat er ja gesagt, dass er da vieles aus seinem privaten Leben mit reingenommen hat. Finde ich auch gar nicht mal so Also schlecht, ein dass er paar da. Geschichten. Ja. Ja, das zum Beispiel mit einem Typ, Ist ne? Das tatsächlich ist auch dann. unterhalten. Ist halt auch unterhalten, ne? Ja, klar. Wenn man es halt witzig verpackt, ne? Zum Beispiel der erste Film, da hat er viel aus seinem Privatleben, ne? Zum Beispiel das mit dem Krankenhaus oder das mit dem TÜV, ne? Klar, hat er dann auch vieles halt so gemacht, weil es halt witzig ist. Aber die Grundlage war halt, ist halt wahr. So, jetzt muss ich mir mal Da kurz muss auch erstmal überlegen. drauf kommen. Ja, klar, musst du erstmal drauf kommen. Kleinen Moment, Freunde, nochmal kurzer Cut. So. So, Freunde, sind wir auch schon wieder. jetzt wollte ich mal überlegen, was ich jetzt hier unten anpflanze. Ich glaube, ich mache hier unten Karotten hin. Aber wir waren ja gerade bei Werner stehen geblieben. Ja. Weißt du es noch, was wo wir aufgehört haben? Ich weiß es nämlich nicht mehr, bin ich ehrlich. Soll ich ehrlich sein? Du auch nicht? Irgendwas mit wahren Ach Begebenheiten. so, stimmt ja. Und ja. Stimmt, dass er viel aus seinem echten Leben hat in diese Filme einfließen lassen. Das war ja das. Jetzt, I remember. Jetzt, I remember. Ja. Ei oder das Ei zum Essen? Sowohl jetzt auch. Eieiei. ja. Allerlei Eieiei. Ja. Okay. Ja, aber ich, tatsächlich finde ich jetzt Werner als Figur gar nicht mal so die witzigste Person. Klar, die machen halt geile Sachen wie zum Beispiel hier die, na, die Motorräder oder hier, das muss Kessel oder nie, wie hieß das nochmal? Mann, wie hieß der eine Teil, wo sie mit Eckart wegfahren und der immer auf Dauerpegel ist. Ah, jetzt komme ich nicht drauf. So ein Ich Scheiß. kann es dir leider nicht sagen. Nee, gekotzt wird später. Jetzt habe ich's. Gekotzt wird später, so war's. Da haben sie auch so ein altes Auto. Und das haben sie mega geil umgebaut. Ja. Also da haben sie das schwarze Kit, haben erstmal ein V8 da reingekloppt. Und das alles über Nacht dann so selbstverständlich, ne? So ganz easy. Klar. Kann man ja auch so ganz easy über Nacht machen, ne? Ja, Bierhalter zumindest mit als eingebaut. Privatperson. Ja. Bierhalter schön mit eingebaut, ne? Nitro-Einspritzung gleich, ne? Ja, warum denn nicht, ne? Was halt nötig ist. Ja. Einfach so just for fun über Nacht. Ja, mach ich auch mal. Ja. Ja, damals ging das ja noch mit rumschrauben. Heutzutage, ne, kommst du ja nichts mehr ran. Ja, habe ich auch schon mit meinem Stiefvater darüber gesprochen. Weil wir waren in Altenbüchen, sind da ein bisschen rumgerannt und dann, er hat halt in der Kommunikationstechnik gearbeitet. Und da hat er gesagt, heute tauscht man irgendwas aus. Und früher musst du noch richtig löten und sowas, musst die Kabel Ja. austauschen und was weiß ich. Ja, stimmt. Ist heute ja nicht mehr so. Ja, und heute, dann habe ich halt auch gesagt, ja, beim Auto ist es auch so, früher konntest du alles selber machen und heute kannst du nicht mal den Scheinwerfer ausbauen. Ja. Das ist echt krass, ne, wie schnell sich das verändert, ne?
Vor allem, ich weiß jetzt auch gar nicht, ab welchem Jahr das so gewesen ist. Ich meine, das war ab dem Jahr 2009, so im Groben. Sagt man immer so, dass man die Autos dann nicht mehr so unbedingt tunen kann, wie man möchte. Also selber tunen, ne? Nee, vorher schon. Was ich jetzt nicht, ne, im Groben. Safe. Also das Auto von meinem Vater ist von 2006 und das hat mehr Technik als, keine Ahnung, Alter. Ja. Also das ist richtig ausgestattet. Also es ist halt eine C-Klasse oder so. Und der hat Technik drin, der ist von 2006. Ja, gut, ne? Also ich glaube, es kommt einfach auf die Autos an. Also Mercedes auf jeden Fall nicht. Mercedes hat ja sowieso immer keine Ahnung, was für eine Ausstattung. Naja, die haben ja Aber ich immer glaube, Ausstattung vom selbst Feinsten. Audi. Ich glaube, selbst Audi war da schon Das weiß ich jetzt nicht. mehr Technik. Ich weiß es nicht mehr, weil irgendwann gab es ja. Es hieß ja früher Mechaniker. Heute heißt es ja Mechatroniker. Ja, weil halt viel Elektronik mit reingekommen Dazu ist, ne? gekommen ist. Ja. Ja. Deswegen ist Julian zum Beispiel Mechatroniker Genau. und kein Mechaniker. Aber uns hat sich der Name gehalten, Signalmechaniker. Das hat sich tatsächlich bis heute gehalten. Ja, aber ihr habt ja auch, bei euch ist ja auch viel Mechanik, oder nicht? Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr? Nee. Okay. Viel Aber vielleicht heißt Elektronik. es so, macht ihr eigentlich was mit der Bahn? Nee, das macht ihr nicht. Das sind andere Leute. Ihr macht nur Ja. diese Signal. Signale und. Ja, gut, Wie die heißt denn Weichen. das? Signal. Ampeln? Signale. Einfach nur Signale. Signale. Ja. Einfach nur Signale. Einfach nur Okay. Signale. Ich könnte dich jetzt noch mit Begriffen vollhauen, aber dann rauchst du mir noch ab. Ich glaube auch, ja. Sag mal einen Begriff, den ich wissen HP1. könnte. Keine Ahnung. HP1. Ist das. Ist ein Signalbegriff. Also, das ist wahrscheinlich eine Abkürzung. Genau. Aber HP0 ist ja zum Beispiel das HP1. klassische rote Signal, ne, was du in jedem Bahnhof siehst. Achso, also geht das mit HP und dann eine Zahl. Genau. HP0 ist halt Also rot. wahrscheinlich anhalten, langsam fahren, ganz normal fahren, Achtung und irgendwie sowas bestimmt. Genau. Also Wofür Signale halt da die sind. drei grundlegenden Begriffe hast du halt schon richtig erraten. Das ist schon mal gut. Kommt zur Bahn. Naja, wofür brauchst du halt sonst ein Signal? Du musst Ja, halt eben. signalisieren, ne? Ja, eben. Aber gut, ne, das ist Und halt. gibt's eigentlich auch ein Signal, dass du praktisch bei der nächsten Weiche, also dass du halt nicht da weiterfahren kannst, sondern Meinst du was wie ein Voranzeigen oder was? ja, Ja, gibt es weil Vorsignale. es kann ja sein, dass die Weiche gestellt wurde und der Zugführer oder der Lokführer. Bahnführer das nicht mitkriegt oder so aus irgendeinem Grund. Und der dann eine andere Geschwindigkeit fahren muss eigentlich. Nö, das ist, dafür gibt es halt verschiedene Sicherheitssysteme. Ne? Der Lokführer kriegt sowieso nicht mit, wo er langfahren muss. Ne? Der kriegt nur mit, okay, da fahre ich, darf nicht fahren. Der kriegt sowieso nicht mit, was eigentlich draußen Ach abgeht. so. Ich dachte, der muss zumindest wissen, obwohl der muss wahrscheinlich einfach nur wissen, wie schnell er fahren darf, ne? Genau, da muss nur wissen, okay, so schnell darf ich fahren und so schnell darf ich nicht fahren. Sonst kriegt er halt Okay. eine Zwangsbremsung reingewirkt. Ah, okay. Dann steht er. Und dann regen sich die Fahrgäste auf. Erstmal fliegen sie durch den Zug und dann drehen sie sich auf, ja. Nee, aber das Grundprinzip ist einfach nur darin, dass es so einen Fahrdienstleiter gibt, ne? Also wir nennen es Fahrdienstleiter, der stellt halt dementsprechend die Weichen oder Signale, dass der Zug richtig fahren kann. Gibt es halt im Stellwerk, wo die Technik halt überall drin ist, so eine Logik, dass jetzt zum Beispiel, wenn die Taste gedrückt wird mit dieser Kombination, dass dann alles automatisch einläuft, ne?
Dass sich zum Beispiel Weiche XY so umstellt, dass es richtig liegt, das Signal so und so auf Fahrt kommt, wo der Bahnübergang runtergeht, ne? Also es ist alles nicht mehr so wie früher. Okay. Ja, okay. Ist schon ein gewaltiger Unterschied Wie zum Gestern schnell vorher. stellen sich die Weichen eigentlich? Geht das langsam oder ist das relativ schnell? Also die Schienen an sich, also nicht jetzt Knöpfe drücken, sondern die Schienen an sich. Also eigentlich, es gibt da unterschiedliche Arten, ne? Also es gibt da große Weichen, die laufen relativ langsam um, weil sie eine große Masse zu bewegen haben. Es gibt aber auch kleine Weichen, die laufen relativ schnell um. Also es gibt da unterschiedliche. Man kann das nicht so Okay. verallgemeinern. Okay. In Rangierbahnhöfen ist es zum Beispiel oft so, dass sie da sehr schnelle Weichen haben, weil halt die Zugfolgen, weil die Rangierbegleiter halt relativ zügig sein müssen. Weil halt in Hamburg Maschen, weil sie die Waggons einen Berg runterrollen lassen, also über Abrollberg lassen sie das runterrollen und dann suchen sie sich die Waggons sozusagen den eigenen Weg, ne? Das ist alles vorprogrammiert und dann muss das halt schnell gehen, damit das nicht ins falsche Gleis reinläuft. Okay. Gibt es eigentlich noch diese Drehscheiben? Ne, die gibt's nicht mehr. Klar, gibt's, existieren tun sie noch, aber jetzt im Grunde werden sie nicht mehr gebaut. Anders werden sie jetzt gebaut. Aber gut, das wäre ja ein Thema für die nächste Folge. Dann, ne, die böse, böse Zeit sitzt uns schon wieder im Nacken. Alles klar, und dann erzähle ich in der nächsten Folge mal ein bisschen mehr von der heutigen Eisenbahn, weil viele haben da einfach keinen Bezug mehr zu, heutzutage, was da eigentlich so alles abgeht. Haha, Bezug. Ja. Unabsichtliches Wortspiel. Aber gut, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Reingehauen. Ciao, ciao. Tschüss.